Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf dem Kanal Fotonopse. Ich bin der Norman und ich nehme euch hier heute mit auf eine kleine Fotowalk-Tour. Ja, ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Mal gucken, wie es wird hier. Das ist das IFM 55-200 für meine Canon M50. Ja, ist nicht das beste Objektiv, ich weiß. Aber es war unsagbar günstig. Ich habe es beim Mediamarkt geschossen als Einzelstück für 150 Euro. Und da kann man dann, glaube ich, nichts falsch machen. Und ein paar Bilder habe ich davon schon oder damit schon geknipst und die sind eigentlich ganz gut geworden. Ja, worum soll es heute gehen? Erstmal um das Abonnieren, damit ihr hier nichts mehr verpasst. Wäre es super, wenn ihr diesen Kanal natürlich unterstützt. Ich will heute ein bisschen Street-Fotografie machen. Ich bin hier am Berliner Mauerweg unterwegs, wie man sieht hier hinten oder wie man es auch nicht sieht, keine Ahnung, sehr grün gerade. Dort habe ich speziell vor, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon so durchsieht. Wenn nicht, da gehen wir ja gleich hin. Ich möchte so ein bisschen das Graffiti mal fotografieren und vielleicht kommen da ja mal ein paar richtig coole Motive bei raus. Ich will natürlich hier nicht viel quatschen, sondern mehr fotografieren und mehr zeigen. Wenn es irgendwas zu den Einstellungen zu sagen gibt, dann werde ich das tun. Heute ist schönes Wetter, die Sonne scheint, also das sollten richtig coole Aufnahmen werden. Jetzt aber erstmal geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran. Ich packe jetzt noch meinen Plunder zusammen. Erstmal alles hier rein in den Rucksack und dann geht's auch schon los nach drüben auf die andere Seite. Ich bin mal gespannt. Also da sind schon coole Graffitis dran, aber ich hoffe, ich kann die auch so in Szene setzen, dass Graffiti würdig ist. Also auf geht's. Da ist das Ziel, da muss ich dann noch über die Brücke rüberlaufen. Aber man kann ja schon mal so ein kleines Testbild hier machen. Ob wir das hier alles so... Ja, wunderschön. Ja, da sind schon coole Graffitis dran. Wir befinden uns ja hier im Mauerweg Berlin-Neukölln. Und da kann man schon echt coole Graffitis sehen hier an den Wänden. Ja, ist jetzt kein besonderes Foto, aber einfach mal aus Spaß an der Freude. Ja, und weiter geht's. Bestimmt ein bisschen ausgebrannt, jetzt hier die Sonne ballert. Ich habe jetzt hier auch nicht wirklich Schutz, aber ich wollte euch mal zeigen hier, alleine der Weg schon dorthin ist bestimmt ein super Motiv. Da werde ich jetzt einfach mal ein Motiv machen. Ich weiß nicht, ob man das von hier schon erkennt. Da hinten ist eine Mauer. Wir sind natürlich in Berlin und da ist natürlich Hertha BSC. Ja, die Macht möchte ich nicht sagen, aber doch der bekannteste Fußballverein. Und da werden wir jetzt mal ein schönes Bild von knipsen. Na, wieder die alten Menschen. Bloß nicht kurz warten, immer durch. Ja? Da ist er halt mit drauf, hat er Pech gehabt. Cool. Und weiter geht's. Ständig Kamera an und aus. Mit so vielen Leuten habe ich jetzt hier ja nicht gerechnet heute. Weil es ist ja doch recht heiß und wir haben 17 Uhr. Ich dachte eigentlich, die sind alle im Schwimmbad, im Garten oder sonst wo. Nee, die gehen hier alle spazieren. Aber daran sollen wir uns nicht stören. Über diese Treppe und diese Brücke müssen wir dann noch rüber. Beziehungsweise ich. Ihr kommt ja so mit. Aber ich gehe jetzt erstmal unter der Brücke gucken und da werden wir bestimmt noch ein paar schöne Motive finden. Da fangen nämlich die coolen Graffitis an. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. So viele Menschen. Aber gut, wir kommen zu den ersten Graffitis. Jetzt wird es natürlich hier drunter wieder dunkel. Aber egal. Ich bin jetzt unter der Brücke und jetzt werde ich mal versuchen, ein paar schöne Schnappschüsse hinzubekommen mit dem 55-200er Millimeter Objektiv. Aber ich vermute mal, dass ich das dann doch nochmal wechseln muss zum 50 mm oder das Kit Objektiv, weil das ist doch ganz schön gewagt hier. Ja, ist okay, es geht noch. Und jetzt ist Folgendes. Alle beide, Akkus alle. Ich wechsle jetzt die Akkus und dann geht es hier weiter. Ich habe jetzt die Akkus gewechselt hier bei der M50 sowie bei der Osmo Action. Ich habe gleichzeitig das Kit-Objektiv drauf gemacht, weil das einfach mit 15 mm doch besser ist. 50 mm, meine Festbrennweite, die ist jetzt glaube ich dafür nicht so geeignet, weil ich will ja doch eine Menge drauf kriegen. Und jetzt machen wir erstmal ein paar schöne Bilder. Mal gucken, was hier so bei rauskommt. Thank you.
dieser anderen Seite, da wollte ich jetzt eigentlich hin. Da sind nämlich noch zwei richtig coole, beziehungsweise drei richtig coole Motive, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Die habe ich natürlich schon öfter gesehen hier. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber und dann schieße ich die Fotos von meinen Lieblingsgraffitis hier am Mauerweg in Berlin-Neukölln. In Lebensgefahr gebracht hier auf der Mittelspur. Ich glaube, die Brücke finde ich auch ganz cool. Die werde ich mal einfach mit fotografieren. Auch wenn die Autofahrer denken, sie werden hier geblitzt, ist mir eigentlich Wurst. Ich finde die Brücke voll cool und mache jetzt mal einen Schnappschuss. Tja, eigentlich Wurst, was die anderen denken. Hauptsache man hat Spaß, oder? Und weiter geht's. Eigentlich wollte ich nur Street-Fotografie machen, beziehungsweise Graffitis fotografieren. Aber guckt euch mal diesen Anblick an. Den kann man doch nicht einfach so stehen lassen, oder? Deswegen werde ich jetzt hier auch mal einen schönen Schnappschuss machen. Es sieht schon echt krass cool aus. Ich habe ja komplett alles auf manuell. Das Einzige, was ich jetzt bei dem Wetter weiß, mal bewölkt ist und mal sonnig ist, den Auto-ISO drinne. Jetzt fange ich auch schon an mit diesem Tut mir leid. Ich werde das mal versuchen rauszuschneiden und jetzt mal dran denken, dass man nicht mehr Ähm sagt. Ne? Ähm ist immer so eine Sache. Gut, also weiter geht's. Hier seht ihr ja die ganzen Graffitis schon. Sehen zwar nicht alle schön aus, aber in der Masse, finde ich, sieht das recht cool aus und ist immer ein Bildchen wert. Ich habe jetzt die Qual der Wahl. Laufe ich den Fahrradweg runter oder den Treppen? Ich nehme natürlich die Treppen. Die bevorzuge ich, geht einfach schneller, weil der Fahrradweg halt doch recht lang ist. Ich glaube, der ist fast viermal so lang, als wenn ich jetzt hier die Treppen hinuntergehe. Von daher nehmen wir jetzt einfach den Weg. Ganz einfach. Ich habe ja hier diesen kleinen Monitor der Osmo Action. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so super sehen kann, aber das spielt auch gar keine Rolle, weil wir davon ein schönes Bild jetzt gleich machen werden. Und zwar ist das dieser Affe hier. Jetzt ist natürlich dieser Strauch noch davor. Das sieht jetzt besonders cool aus. Im Winter allerdings, ne, sieht man den Affen pur und der sieht dann richtig cool aus. Der ist jetzt schon ein bisschen verunstaltet, aber allemal ein Foto wert. Ich werde den mal ein bisschen in Szene setzen. Auf Blende, nicht Blende, Quatsch. Auf 35 mm. Und Blende 9 bleibt bei mir und der ISO Auto, alles perfekt hier und Action. Ja, sehr cool. Ich hoffe, die Bilder sind auch gut geworden, aber ich denke mal schon. Und jetzt gehen wir zum Numero Uno, meine Platz Nummer 1 hier auf dem Weg, Berliner Mauerweg. Graffiti Nummer 1, auf geht's. Ja, dieser Weg ist natürlich auch eine beliebte Strecke für Radfahrer, die ballern hier lang, die nehmen auch keine Rücksicht. Idioten. Kann ich woanders fahren? Also, dass hier noch nicht irgendwie großartig ein Unfall passiert ist, ist mir echt ein Rätsel. Ja, das war doch hier, oder? Jawohl. Hier ist das gute Stück. Könnt ihr das sehen? Da ist es. Hier, wupp, da, ja, genau da. Und dann mache ich jetzt noch ein Foto, vielleicht auch zwei. Ich liebe dieses Graffiti. Ist echt der Hammer. Das kommt vielleicht im Bild jetzt hier so gar nicht rüber. Aber auf jeden Fall kurz und knackig gesprüht. Leider wird das hier auch immer alles mehr versaut. Die Leute sprühen hier rüber. Ist natürlich nicht schön. Ah, da sehe ich sogar noch ein lustiges Motiv. Da werden wir dann nochmal hingehen. Aber das hier ist tatsächlich meine Top Nummer 1. Ich versuche das mal nochmal aus einer anderen Perspektive zu kriegen. Vielleicht von unten sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus. Dazu muss ich aber hier meine Klappe mal umschlagen und werde auf 15 mm gehen. Oh ja, das hat auch was, definitiv. Na, wo ist er denn? Ja, mit großen Fingern ist es gar nicht so einfach, die kleinen Knöpfe hier an der M50 zu drehen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Für eine Einsteigerkamera zu dem Preis kann man natürlich nicht meckern.
Jetzt wollte ich euch natürlich noch das allerletzte Graffiti zeigen. Das sieht total lustig aus. Ich finde es auch cool, aber ist halt nicht in meinen Tops. Ich finde es einfach nur klasse, wer auf so eine coole Idee kommt. Hier fahren natürlich die Fahrradfahrer wie verrückt lang. Man kommt hier sich vor wie auf der Autobahn. Das macht aber nichts, weil wir trotzdem ein schönes, schnelles Foto schießen werden. So, jetzt schauen wir uns das mal hier an. 15 mm. Das passt. Perfekte Schärfe hat es auch. Und bam! Ihr seht, das Ganze hat natürlich nichts mit der Profi-Fotografiererei zu tun. Also ich blende da nicht allzu viel ein wie andere Leute, die ihre Einstellungen noch mit einblenden. Das wird vielleicht irgendwann kommen, wenn ich denn fortgeschrittener bin. Ich bin halt nur Hobbyfotograf und freue mich, wenn ich euch damit eine kleine Freude machen kann und euch auch mal zeige, dass man einfach losgehen kann. Irgendeinen Spot findet man immer, was man auch persönlich gut findet und vor allem, woran man auch wachsen kann und lernen kann. Das heißt, ich muss euch nicht irgendwas erzählen von Blenden und Schärfe, Einstellungen, Belichtung, wie auch immer, sondern einfach zeigen, einfach mal drauf losfotografieren, losgehen und üben, üben, üben. Und der Rest kommt ja durchs Üben. Wenn eines Tages der Fall mal eintrifft, dass das mal alles ein bisschen fluffiger läuft hier bei mir, dann kann man sowas natürlich auch mal machen und auch die Einstellungen werde ich zwischendurch natürlich in dem einen oder anderen Video auch mal mit zeigen, aber das ist nicht hier Schwerpunktthema, sondern hier geht es darum, dass man rausgeht und Motive findet und daran lernen und wachsen kann. Ich hoffe, euch hat das Video ein klein wenig gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Wenn er nach unten geht, ist das auch okay. Nicht jedem muss gefallen, was hier so läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, dass ihr nächstes Mal vielleicht wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, sagt euer Norman. Sitting in my pocket in plain sight.